Digging a hole, digging gold, dig, dig, digging gold. Und damit herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2 Definitive Edition. Wir versuchen, oder eher ich momentan, wie ich es schon mal hatte, Videos sind verlinkt in der Infobox, 1 Milliarde Gold zu erreichen. Momentan sind wir bei 261 Millionen. Es hat sich viel geändert. Ich will ihn mal für ein kurzes Zwischen 5 Minuten LP mal auf feindlich stellen und dann mal gucken. Der wird keine Chance haben. Hier ist ja noch eine Reihe. Genau. So. Die sind hier noch am Bauen. Tütteltö. Hier habe ich nochmal eine Schleuse besser gemacht. Hier habe ich nochmal mehr Häuser hingestellt. Tütteltö. Hier habe ich noch eine Burg hingestellt. Man kann hier zwar noch langlaufen. Und hier diesen ganzen wunderschönen Weg habe ich nicht erhackt, sondern erschlagen. Oh Gott. Ja, gesteinigt. Das Interessante ist, man muss nicht immer T drücken, um halt eine gewisse Stelle anzugreifen, um dann quasi somit die Bäume wegzumachen. Jetzt komm, mach mal. Genau, man kann auch einfach so dahin drücken. Das haben sie auch abgeändert. Das ist wirklich sehr praktisch, muss man schon zugeben. So. Ja, ich will jetzt hier eigentlich noch busy so dahin kommen quasi. Und hier kommt noch eine kleine Waldstadt rein und mir ist was eingefallen. Es ist ja hier die größte der Karte quasi. Was ist, wenn ich die wirklich versuche, also später, wenn ich das Gold erreicht habe, hier viel abzureißen, was halt quasi nicht benutzt wird. Es ist viel. Und quasi weiter versuche, Dörfer zu bauen. Dass man wirklich mal versucht, so gut es geht, natürlich auch mit ein bisschen Luft, wirklich die komplette Karte selbst, ja, gestaltet, gebaut zu haben mit Gebäuden. Ja, in einem Map-Editor kann man das wirklich, wirklich mit Straßen und allem um Welten schöner machen, aber ganz ehrlich, hier ist halt busy mehr Feingefühl dran, genau. Und ich werde diesen Städten, ich weiß nur noch nicht wie, ich muss mir wohl Stift und Zettel parat legen. Oder ich mache Screenshots, das macht Sinn. Screenshots und schreibe es dann in den Screenshots selbst rein und nochmal als Überschrift, dass jeder dieser Teile hier einen Namen bekommt. Genau, das fände ich ganz cool. Ja, das ist halt auf jeden Fall hier irgendein Urlaubsparadies. Ja, ich will hier noch mehr Felder hinmachen, also das wird noch. Ja, hier habe ich jetzt auch nochmal Busy Dev hingemacht. Eine Burgenreihe wollte ich auch noch haben. Hier habe ich jetzt auch nicht so viel verändert. Klar, man könnte jetzt hier nochmal so eine Abkürzung machen, habe ich jetzt erstmal nicht vor. Ist aber cool mit diesem Zwischenweg. Hier habe ich jetzt auch nicht viel geändert. Hier habe ich nochmal einen Wall hingemacht. So, wir haben wieder 3 Dorfbewohner, die nichts zu tun haben. So, das ist jetzt hier busy Triggy in die Triggy-Kiste. Es wird immer enger hier. Ich frage mich, ob ich das komplett zubauen sollte, könnte. Lust drauf habe. Du, helf mir bitte draußen mit. Du... Tja, helf mal bitte hier mit. Und rein theoretisch wären wir damit jetzt auch wieder am Ende. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, tschüss.